Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze? Der erste Mensch, die erste Menschin, ja. Und dann waren die da und haben sich gedacht, mal guck mal, wir sind die Ersten. Oh. Der Typ hat gleich zu der Frau gesagt, du, ich frag dich nicht, ob ich dir gefalle oder nicht, wir müssen. In der Entwicklung der Menschheit, es gab Momente, so eine Erfindung, ein Schritt und das, boom, das hat alles verändert. Als die das Feuer erfunden haben, die wussten, wow, für die, das war ein großes Ding, die waren so froh, außer die deutschen Urmenschen, also für die, das war sehr stressig. Die haben gesagt, holololololol, jetzt haben wir den Feuer erfunden, jetzt müssen wir den Notausgang und die Brandschutzbestimmungen erfinden. Der Mensch, sehr intelligent, aber macht so viel Quatsch. Nur die Menschen können unmenschlich sein. Noch nie war eine Giraffe ungiraffig. Das gibt's nicht. Pam, 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 pam. Und habt ihr schon das Rad erfunden? Pam, pam, pam. Und der Typ sagte ja. Und gleichzeitig wusste er, es wäre schlauer gewesen, zuerst den Helm zu erfinden. Pam. Hier ist die Erde. Ich war so schön. So schön. Ich kann mich gar nicht wiedererkennen. Wir kaufen heute 60% mehr Schuhe als vor 20 Jahren. Warum? Sind wir wieder Vierbeiner geworden oder was? Der Deutsche hat im Durchschnitt 9 Jacken. Wir wissen alle, eine Jacke reicht völlig aus, gerade wenn die gut ausgesucht ist.